Moin Moin und willkommen zurück hier bei Hogwarts. Ohne jetzt ganz groß auszuholen. In der letzten Folge haben wir uns wieder ein bisschen verfranst. Diesmal werden wir aber wie direkt in die gleiche Kerbe schlagen und mal einfach ein paar Nebenquests fertig machen. Zum Beispiel würde ich ganz gerne diesen Phönix mal fangen. Ich glaube, den verfolgen wir einfach mal und gucken, ob wir die finden. Mal gucken, wie weit wir kommen. So. Wir müssen auf die Karte gucken dabei auch. Wo war denn dieser Phönix nochmal? Also in welche Richtung? Uiu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 i. Guck mal, da hinten ist er. Phönixabflug. Wir können direkt hier hin eiern. Und von da kommen wir relativ zügig dahin. So, ich habe gesehen, ich bin ziemlich dicht dran an den 3000 Abonnenten. Das freut mich ein bisschen. Und dass es doch immer mehr werden. Also so stetig, ne? Nicht, natürlich nicht super viele immer auf einmal, aber so nach und nach werden es tatsächlich immer mehr. Und das freut mich wirklich wahnsinnig. Vielen Dank dafür. Genau. Ich mache es ja auch nur aus reinem Spaß. Ist jetzt nicht so, dass ich damit meinen Lebensunterhalt bestreite. Aber ich dachte mir immer, wenn ich das sowieso abends spiele, warum nicht andere Leute daran teilhaben lassen, die es vielleicht nicht spielen wollen, sondern dazugucken wollen. Und ich finde, dafür ist das schon ziemlich cool. So. Also, die Höhle muss hier irgendwo sein. Da ist sie. Einsammeln und den Flugpunkt mitnehmen. Phönixberghöhle betreten. Dann machen wir mal. Oh Gott, sieht schon so gefährlich aus, die Höhle von außen. Gucken wir mal nach. Eine Blockade. Rookwoods Wilderer sind schon hier. Ja. Müssen wir hier auf jeden Fall aufhalten. Also dieses Spiel macht doch einfach nur Spaß, muss man sagen. Also ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal so ein spaßiges Spiel hatte. Also wo ich wirklich auch richtig Lust drauf hatte. Bombarda! Das ist eine kleine Höhle. Aha. Ist einfach runter. Könnte der Phönix da drin sein? Confringo! Glaub nicht. Nicht hinten meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Da gab es ja auch einen Weg noch, aber ich glaube, hier ist es schon einigermaßen richtig. Einhornstatue, okay. Da runterfallen sollte ich nicht. Und hier geht es irgendwie auch weiter runter. Na gut. Also müssen wir den anderen Weg da oben längs gehen, wo wir gerade eben geguckt haben. Für eine Folge überlege ich wirklich mal hier das Raytracing einzuschalten. Aber damit man sieht, wie das aussehen könnte. Aber ich mag es halt gern, wenn es fluffig läuft. Und es läuft so fluffig hier. Deswegen, weiß nicht. Das ganze Spiel läuft ja in 4K eigentlich. Also bei mir läuft es auf jeden Fall 4K. Aber ihr seht ja nur die Full-HD-Auflösung. Ich brauche einfach noch irgendwie mal etwas, womit ich 4K besser aufnehmen kann, weil die Sachen, die ich jetzt ausprobiert habe, wie gesagt, funktionieren nicht. Egal. Oh, guck mal da. Da sind da schon wieder die. Ach, ich hätte im Schloss bleiben sollen. Revelio. Sind einige. Da drin sind auch einige. Okay, warten wir mal ab, ob wir die kalt machen können. Im ruhigen Zustand. Ich glaube schon. Alvicus Totalus. Machen wir da hinten noch den Typen. So. Confringo. Ja, und ein kleines Geheimnis mitnehmen. So, durch die Barrikade können wir gehen. Oh. Sie
die Tierwelt. Alles mitnehmen. Keine Miete zahlt hier. Oh, da gibt es auch noch einen kleinen Weg. Oder wäre es dann ein kleiner Spot gewesen, wo man hätte durchlaufen können, damit man die überraschen kann. Oh. Bombarda! Ich weiß nicht. Ein Trüchen für uns. Sehr gut. So, lass mal schauen, wo wir hinkommen. Oh, hier sieht es schon anders aus. Ich bin ein bisschen gespannt gerade. Mehr Wilderer? Wie viele denn noch? Mehr Wilderer? Aus dem Meer etwa? Sei auf der Schlacht, Nico Totalus. Du kannst nichts falsch machen. Ich warne dich. Wer auch immer du bist. Oh. Oh. Nintendo, Imperium, wie kann ich dir helfen? Noch gar nicht so schlimm. Der Lack ist ab bei denen. Gibt's hier irgendwas noch? Alles mitnehmen. Gold und Silber lieb ich sehr. Kann's auch gut gebrauchen. Wie geht's euch? Das schließe ich einfach so auf. Okay. Da ist der Phönix. Oh, das sieht richtig cool aus. Nein, bleib doch hier. Ich will dich mit meinem Schnaps abfangen. Es scheint, als wollte er, dass ich ihm folge. Ich muss ihn vor den Wilderern finden. Okay, er ist da rein, dann müssen wir wahrscheinlich außen rum den ganzen Weg gehen. Okay. Hier oben links. Oh, Bombarda! Arresto, wo sind die Tinte? Bombarda! Die Tinte! Verlieren nicht so leicht. Tut mir leid, ich muss dich leider verwandeln. Die Tierwesen sind jetzt sicher. Oh, Stufe 3, das haben wir noch nicht. Oh, die müssen wir unbedingt mal Demi-Guys, die müssen wir unbedingt mal finden, die restlichen. Weil das langsam echt nervig wird, so viele Schlösser, die man findet. So, das ist unsere nächste Aufgabe, alle anderen Demi-Guys zu finden. Da ist er wieder. Oder? Wo hat er ihn denn gesehen? Oder hier irgendwo? Ich hab ihn nicht gesehen. Na gut. Kann man nicht aufmachen? Na gut. Gut, Ekel. Warte mal. Kurz gucken, ob hier oben noch was ist. Da ist auch noch irgendwas, glaube ich. Komme ich gar nicht so hoch von hier, oder? Anscheinend. Nee, da müssen wir von der anderen Seite kommen, okay. Gut. Confringo! Da komme ich jetzt nicht so einfach hin. Guck mal hier. So aber. Ah, das fette Truhe. Aber nur so blöde Handschuhe. So, die Sachen sind auch gleich schon sehr trocken. Ich habe nämlich so wasserabweisendes Material. So typisch. Ne? Confringo! Durchgehen.
Man kann ja überall was finden, ne? Hier ist nicht, also das war jetzt nicht so. Hab mich jetzt nicht so umgehauen. Ich dachte, hier wäre irgendwas Cooleres. Aber da runter kann ich. Ne, da runter kann man wohl nicht. Konnte ich echt nur diesen Saft einsammeln? Das ist natürlich ärgerlich. Schade. Schade, schade, schade. Marmelade. So. Da geht's hoch. Also ich muss zugeben, dieses Spiel läuft auch einfach rund. Also ich habe jetzt seit Spiel auf der PlayStation 5, aber brauche jetzt keine Patches oder so. Es läuft echt einfach rund, das Spiel. Arresto Momento. Fiese Unholde. Echt, ne? Fiese Viecher. Keiner mag euch Spinnen, es ist einfach so. Leider sind Spinnen sehr nützlich, ne? Nur mal so nebenbei. Mein, die schnappt natürlich viele von unseren nervigen... und nervigen Insekten weg, die uns so nerven, so wie... das alles, was es alles gibt, ne? Insekten, die irritierend sind, so wie Mücken und all so ein Kram, ne? Das nervt ja irgendwie. Das sind hier schon praktischer, die Spinnen. Aber ich kann es verstehen, wenn man sie nicht im Haus haben will. Die stören sie allerdings nicht so, aber kommt da auch an, wie groß sie sind. Wenn die so groß sind wie hier, würden sie mich schön zu Hause stören. Okay, hier sieht es nach einem Kampf aus. Arresto-Moment. Oh, Mist. Nein! Es scheint, als sei sie aus Dach unterwegs. Arresto-Moment. Oh. Du lässt das... Du, ich will das jetzt... Ich habe Höhe! Einer muss sie ja töten. So. Das war für Wolkenschwingen. Jetzt ist Schluss mit der Wilderei. Das stimmt, ihr Schweine. Ich frage mal, wo wir gekommen sind. Wir sind von da gekommen, gut. Schon was einsammeln hier. Power Trank. Komm, trink! So, hoher Torbogen, Sammlung aktualisiert, okay. Hier rein oder gehen wir da links? Wir gehen hier rein. Ja, wo müssen wir noch den Phönix finden? Rivelio. Da. Bombarda! Auch da. So, jetzt kommen wir bestimmt zum Nest von der Phönix. Vom Phönix, behaupte ich mal. Zumindest kann ich mir das gut vorstellen. Besser. Hallo. Ich will dir helfen.
Ich bringe dich in Sicherheit. Arresto Momento. Okay, es ging einfach. Bringen wir dich zum Raum zurück. Deek wird sich freuen. Sehr gut. Flo fliegen. Kann ich da wieder runterjumpen? Okay. Oh, wow, wow, wow. Hätte er uns auch gehen können. Das ist, glaube ich, noch gut. So, Poitier Küste. Das sollte ich untersuchen. Perfekt. Oh. Ach du Scheiße. Akromantula, okay. Die sollte man vielleicht auch. Müssen jetzt auch schon töten. Das ist ein bisschen nervig. Ach, zum Raum der Wünsche zurückkehren. Ich könnte auch. Bombarde. Arresto Momentum. Descende. Arresto Momentum. Stufe. Stufe. Oh nein. Alter. Spinnerle. Arresto Momento. Contringo. Oh. Getrinkt. Contringo. Arresto Momento. Wow, wow. Das Ganze mit... Sie kam keine Sekunde zu früh. Ich wollte gerade sagen, das Ganze mit null Leben. Akromantula haben wir besiegt. Okay, ich weiß nicht mehr, ob das war bestimmt eine Quest irgendwie. Aber naja. Die ist weg. So. Oh, hier ist irgendwas. Was ist das denn? Sollen wir mal rein? Ich würde sagen, ja. Okay, warte. Was da drin ist? Hallöchen, ich komme. Ein Schachspiel.
Revelio. Das könnte gefährlich. Warte mal. Levioso! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Ach, warte mal, das könnte doch der Linkszauber sein, ne? Oder? Oder welcher ist das? So. Und jetzt müssen wir die irgendwo hinbringen, ne? Nur die Frage. Achso, warte. Wingardium Leviosa. Die Frage, wo der hin soll. Ich weiß es gerade nicht. Ich muss nur kurz gucken, wie steht das denn? Wer spielt denn gegen wen hier? Also weiß. So. War jetzt nicht so schwierig. Perfekt. Gut, wieder raus, ja. Aber auch irgendwie nichts Geiles drin hier, ne? Wenn man die Höhle wahrscheinlich früher entdeckt hätte, hätte man sich vielleicht gefreut. Ich weiß es nicht. So. Wir müssen ja zurück zum Raum der Wünsche. Das lassen wir doch mal ganz schnell machen. Mit unserer Superkarte. Hogwarts. Und direkt reinreisen. Ach, das geht am einfachsten, oder? Und lassen wir den Phönix einmal frei. Oh, die ist schon am Putzen. Freut sich mit Phönix. Fanden Sie den Phönix? Ja, Deke. Ich habe ihn vor den Wilderern gerettet. Er ist hier bei mir. In Sicherheit. Bemerkenswert. Nun, worauf warten Sie? Deke kann es kaum erwarten. Eine Phönixfeder. Welch Schönheit! Behalten Sie sie. Gut, dass Professor Weasley und Deke Ihnen vom Raum der Wünsche erzählt haben. Sehen Sie nur, was Sie vollbracht haben. So viele gerettete Tierwesen. Ein Phönix ist jetzt sicher. Dank Ihnen. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, Deke. Vielen Dank. Deke ist dankbar für die gütigen Worte und auch froh, jemandem wie Ihnen behilflich gewesen zu sein. Nachdem Deke Ihnen mit so vielen Tierwesen geholfen hat, fühlt Deke sich so friedlich, wie seit Jahren nicht mehr. Deke wird immer für sie da sein, wenn sie ihn brauchen. Irgendwie ist der Deke süß, ne? Süßer kleiner Spatzi. So, Phönixabflug geschafft. Phönix wieder Mondstein. Was kann man mit der Phönix wieder machen, ist die Frage, ne? Lass doch mal schauen. Einmal identifizieren. Haben wir irgendwas zum Identifizieren? Oh, okay. Nichts Tolles. Aber dann lassen wir hier rüber gehen. Achso. Nehmen wir ganz den Kram hier mit, wenn wir schon hier sind. Hier Malvenkraut auf jeden Fall. So. Mal gucken, ob wir irgendwas damit verstärken können. Was? Erstmal gucken, ob wir irgendwas haben, was wir überhaupt brauchen können für unseren guten Zauberer. Ja, nicht so geil. Hier irgendwas Neues? Nee. Oder hier?
Naja, auch nicht. Okay, dann lass uns mal schauen, ob wir das wirklich verstärken können. Die Phönixfeder. Für irgendwas muss dir gut sein. Horn des Grabhorn brauchen wir hier. Auch Horn. Upsala. Dankeschön. Federn des Wuppets. Feder. Oh, die können wir aber. Hier können wir auf jeden Fall ein bisschen was verbessern. Das machen wir einfach mal. So. Gut. Können wir mit dem Inventar gucken. Ich weiß gar nicht, was das die Phönixfeder so ausmacht. Phönixfeder. Die Federn werden von ungemeinen Phönix geworfen. Mit den Federn des Phönix kann man seine Ausdauer aufwerten und ihre Eigenschaften zuweisen. Okay. Können wir noch nicht, weil wir noch nicht, wahrscheinlich noch nicht so coole, starke Sachen haben. Ah, doch, warte. Warte. So, warte mal. Hier kann man auf jeden Fall unverzeihliche Flüge höher, aber hier. Hier fehlen fehlende Zutaten. Nieselfell, okay. Aber weißt du, was wir noch alles kriegen? Wo wir das alles gebrauchen können? Erhöht Schaden gegen verfluchte Ziele. Erhöht Schaden durch alte Magie. Erhöht Füllrate alte Magieanzeige. Deutlich erhöhter Schaden bei Bombarda. Deutlich erhöhter Schaden bei Bombarda. Deutlich erhöhter Schaden bei Bombarda. Ja. Na gut. Gut. Lass uns mal die nächste Quest angucken. Denn wir haben noch ein bisschen Zeit. So, im Schatten der Hoffnung oder Trauer der Vergeltung? Das sind so alles so Flüchtigkeitsquests, die wir schnell machen können. Der Mann mit dem Monden, die machen wir auf jeden Fall in der nächsten Runde. Wird sie auf jeden Fall gemacht. Die können aber die Bücher aus der, die Bücher aus der Bibliothek einsammeln. Das machen wir jetzt einfach mal. Nicht so aufwendig. Wir sind relativ schnell da. Glaube ich. Da, Flugliteratur. Ein Porträt in Apache, das können wir auch nochmal machen, aber erstmal machen wir das hier. So. Also es ist ja so. Das ist doch unerhört. Niemand hält Ferdinand Octavius Pratt. Da sind die Bücher. Wenn ich an diese Bücher will, muss ich sie mit Accio heranholen. Problem. Accio. Geschafft. Fehlen nur noch vier. Revelio. Accio. Ah, es war Handlungsseite auf dir, oder? Das ist Cressidas Tagebuch. An ihrer Stelle würde ich es auch zurückwollen. Es kann wirklich eine Plage sein. Heute war ein Tag zumindest, bis Garrett das seltsame Gebäude entdeckt hatte, wie mein Fekir in den Flur fliegt, verteilte. Ich musste meinen Kessel leeren und er kann wirklich eine Plage sein. Ich bin sicher, dass er schon längst die Schule verwiesen worden wäre, wenn er nicht Professor Webbs Neffe wäre. Revelio. Accio. So, es fehlt hier noch ein Buch. Revelio. Oder? Es fehlt noch ein Buch. Das ist doch unerhört. Niemand hält Ferdinand Octavius Pratt zum Narren. Da. Da oben. Mal hoch da. Hilfe! Ich wurde entführt! Okay, den, pass auf, das machen wir auch gleich mit den Typen da unten. Das ist einfach das letzte Buch einsammeln hier. Revelio. Accio. Oh, das ist das Bücher. Letzte. Ich sollte sie zu Cressida bringen. Machen wir sofort, aber lass uns einmal über diesen Porträt hier reden. Das scheint in der Klemme zu stecken. Diese Schufte sollen in Azkaban versauern. Sir, geht es Ihnen gut? Sie scheint ziemlich aufgeregt. Gut? Sehe ich aus, als ginge es mir gut? Ich wurde entführt. Wie können Sie entführt worden sein, wenn Sie hier sind? Was ist das denn für eine Frage? Natürlich bin ich hier. Ich habe mehr als einen Rahmen. Haben Sie etwa nur ein Haus? Mein anderer Rahmen. Er wurde gestohlen. Oh nein. Und zwar von Schülern. Man heuerte dreckige Diebe an, um meinen Zweitrahmen zu klauen. Oh je, das klingt furchtbar. Allerdings, Astoria Cricket ist einfach furchtbar. Sie steckt hinter alledem.
Sie und Ihre Freunde beschwerten sich über mich. So eine Unverschämtheit. Dann hörte ich, dass sie irgendwelche Tunichtgute anheuern wollte, um mich aus den drei Besen zu stehlen. Dort hing mein anderer Rahmen. Eine ziemliche Bruchbude, aber es könnte wohl schlimmer sein. Ich kannte mal ein Porträt, das im Eberkopf landete. Seither hat niemand von ihm gehört. Gut. Zurück zu Ihrem Rahmen. Ah, ja. Ich war gerade dabei, nichtsahnend meine Perücke zu pudern, als diese Schurken auftauchten und mich mitnahmen. Ich kann mir nicht leisten, meinen Posten zu verlassen. Meine Arbeit für den Schulleiter ist wichtig und ich brauche meinen anderen Rahmen in den drei Besen. Ich könnte mir die Sache ansehen. Oh, würden Sie das tun? Wunderbar. Aber bitte tun Sie es schnell. Der Ort, an den ich gebracht wurde, ist unter meiner Würde. Natürlich ist unter deiner Würde. Dann ab mit Ihnen. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Gut, ein Porträt in der Patsche heißt das. Gut, das ist ja auch nicht schlecht, aber wir werden jetzt einmal noch das Buch zurückbringen hier von Flugliteratur. Jetzt bringen wir schnell Cressida da zurück. Das ist wohl das Einfachste. Sie sitzt ja hier das vorne ist irgendwo. Doch unerhört. Warum sitzt sie, ne? Ja. Hast du schon mein Tagebuch gefunden? Hallo, Cressida. Ich habe deine Bücher, inklusive Tagebuch. Oh, da bin ich ja froh. Danke. Diese schwere Last nehme ich dir jetzt gerne ab. Hier, bitte. Tja, Lektion gelernt. In nächster Zeit werde ich sicher keine Zaubersprüche mehr in der Bibliothek üben. Gut, mal sehen, was da schiefgegangen ist. Vielleicht sollte ich mein Latein etwas auffrischen. Zum Glück gibt es noch vertrauenswürdige Leute. Ich würde nicht wollen, dass jemand mein Tagebuch liest. Ich habe es ein bisschen gelesen, nur so nebenbei. So, wenn wir diesen Freddy-Hein, der da schon haben, der meint, er dreht komplett durch wegen seinem Buch, dann werden wir das auch noch schnell machen. Ab zu den drei Besen wahrscheinlich, erstmal da untersuchen. Das macht am meisten Sinn. Hogsmeade. Ja, und da werden wir einfach mal gucken, ob wir da ein paar Fußspuren finden. Wahrscheinlich finden wir Fußspuren, behaupte ich mal. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Kannst du auch was anderes sagen, wenn du hier ankommst? Da. Alfred Lawley ist nicht sehr erfreut über den Einbruch. Astoria Cricket? Kommt drauf an. Kriege ich Ärger? Wenn's nach Ferdinand Pratt geht, schon. Du hast seinen Rahmen gestohlen. Gestohlen würde ich nicht sagen. Eher umgelagert. Wie drücke ich das nett aus? Ferdinand Pratt ist ein lästiges Geschwür. Er hat Glück, dass ich ihn nicht eingemauert habe. Ja, der ist wirklich furchtbar, oder? Er spioniert doch eh nur die Schüler hier aus und petzt alles dem Schulleiter. Und wenn es nichts zu berichten gibt, erfindet er einfach was. Letzte Woche musste ich 4 Stunden nachsitzen, weil er Black erzählt hat, dass ich plane, den See trocken zu legen, was immer das heißt. Da platzte mir der Kragen. Er und sein Rahm mussten weg. Darf ich fragen, wo er ist? Tja, er ist wahrscheinlich bei den netten Herren, die ich dafür bezahlt habe, ihn zu klauen. Sie kampieren in einer Ruine am Meer. Ich wollte ihn nur weit genug weg haben, um nie wieder an Ferdinand Pratt denken zu müssen. Sicher schreit er schon wieder in der Bibliothek herum. Oh, bei Merlins Bart. Wenn du mich fragst, soll er sich nicht beschweren. Er hätte auch im Eberkopf landen können. Das hätte er gehasst. Schmutzige Wände, Ziegengeruch. Und die Kundschaft erst. Die verspeisen feine Prinzen wie ihn zum Abendessen. Aber es ist, wie es ist. It er ist what nicht it mehr is. Hier und ich finde, das sollten wir genießen. War nett, mit dir zu reden. So, und man sieht, der Arsch der Welt. Am Meer, das ist ja ganz hier unten irgendwo. Alter Schwede. Wie kann man das immer so weit wegfliegen? Okay, wir sind aber fast da, weil wir da schon mal waren. Bei den Ruinen. Gut zu wissen. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Das war ein Fehler. Hier, wo wir schon mal waren. Das ist immer lustig, man hat das alles schon mal gemacht, ne? Aber. Oh
Komm, naja, was soll's. Müssen wir halt normal machen. Sieht interessant aus. Ist dein Hirn vom Bandymanns befallen? Für dieses Porträt wird niemand Lösegeld zahlen. Es ist anstrengend. Ich weiß, dass du unseren Hippogramm geklaut hast. Ich gesuche. Bombarda! Okay, sollen wir mal. Komm, Trinko! Protego! Du brauchst! Das ist schmerzhaft! Das war's wirklich, aber? Wir können laufen! Oh! Protego! Komm, Trinko! Defendo! Defendo! Es gibt doch keine gestohlenen Kobolde. Das weiß jedes Kind. Ein Tierwesen ist in meinem Mann. Confringo! Du hast meine Frau. Du hast doch Nora Treffel betreut. Confringo! Defendo! Das war noch gar nicht. Wie machst du das? Defendo! Du willst. Hast du Moment? Hey, Doktor! Ich hab dich im Duell gesehen. Du hast keine Chance. Komm, trink! Okay, jetzt steht er unten. Kommt er wieder hoch? Angst, dich mir zu stellen? Du, Contringo, Defendo! Ich habe überhaupt keine Angst, dich mir zu stellen. Dich zu stellen? Okay. Contringo! Arresto Momento. Das sollte. Ein bisschen dumm jetzt von mir, ne? Irgendwie verliere ich immer so viel Leben am Anfang. Und dann komme ich irgendwann in den Kampf rein und dann ist es aber schon zu spät irgendwie. So, lass mal gucken, ob wir das Porträt finden hier. Rebellion. Ups, ich bin ein bisschen klein irgendwas im Hals bekommen gerade. Ärgerlich. Wunderbar, auch Zeit. Das überhaupt noch etwas. Ganz ruhig. Ich bin ja da. Ruhig? Hm? Diese Tunichtgute da draußen sprachen davon, mich zu verbrennen. Mich! Wenn sie mehr als eine Gehirnzelle hätten, wäre ihnen klar, dass ich unversehrt und in den drei Besen mehr wert bin. Warum das? Ich bekomme so viel mit. Ich bin eine wahre Schatzkammer an Informationen. Jetzt stehen Sie da nicht einfach herum. Ich muss zum Abendschnaps zurück sein. Ohne mich ist in der Bude nichts los. Die Rückkehr zu den drei Besen ist die einzige Möglichkeit. Was, wenn ich Sie nicht zu den drei Besen zurückbringen will? Was in aller Welt meinen Sie? Ich könnte Sie zum Beispiel in den Eberkopf bringen. Was, wenn ich Sie in den Eberkopf bringen würde? Er hat einen guten Ruf. Wie überaus amüsant. So dann, in die drei Besen bitte. Man vermisst mich sicher schon sehnlichst. Und tragen Sie mich gefälligst vorsichtig, ja? Meine Hosen sind schon ganz zerknittert. Ich dachte, ich könnte wirklich einbringen. Wo haben Sie mich hingebracht? Es ist stockduster hier.
Das werde ich nicht dulden. Haha. Bring Pferd ins Rahmen zu den drei Besen oder den Eberkopf. Was machen wir? Eberkopf oder drei Besen? Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ich würde es schon lustig finden, ihn woanders hinzubringen. Weil er soll uns nicht ausspionieren, finde ich. Ich finde, er ist ein Schwein. Ich glaube, wir bringen ihn wirklich in den Eberkopf. Wo ist mein Eberkopf hier? Da. Da will ich ihn hinbringen. Gut. Machen wir. Das wird lustig. Jetzt. Da gibt es eine Abkürzung, kann man gleich links. Einen Eberkopf zu bringen ist schon lustig, muss man zugeben, oder? Hat schon was. Nicht die drei Besen. Stimmt genau. Dies ist der Eberkopf. Sind Sie in einen Kessel mit Blödtrank gefallen? Sie haben mich zum falschen Ort gebracht. Es ist absolut abstoßend hier. Ja, es ist nicht gerade das drei Besen. Bitte! Sie können mich hier nicht zurücklassen. Bitte! Auf Wiedersehen, Ferdinand. Viel Spaß in Ihrem neuen Heim. Hey, eigentlich würde ich sie beide rausschmeißen. Aber mir gefällt der vornehme Kerl. Zielübungen. Widerlinge. Zielübung ist auch geil. Aber gut. Easy Quest. Gut. Also ich gucke mal, ob ich noch eine kleine, schnelle Nebenquest habe, weil dann hätten wir die 18 mal voll. Mal gucken. So, was haben wir noch hier? Gelöst von der Glocke. Bei dem Wert von Gegenständen versteckt handelt sich um eine musikalische Karte. Ich wollte schon immer mal auf Schatz zurückgehen. Finde den Schatz anhand der musikalischen Karte. Ich glaube, das ist oben. Im Glockenturm, wo wir schon mal waren. Aber das schaffe ich jetzt nicht. Ich gucke mal ganz kurz auf die Karte gucken. Ich meine, es ist in Hogwarts und zwar im Glockenturm. Der Südflügel. Krankenflügel. Hof des Uhrenturms. Okay. Nee, hier ist es nicht. War denn das nochmal? Ich bin doch irgendwie reingekommen. Rasen. Unterrichtsraum Tierwesen. Der Westturm. Hof des Uhrenturms, Krankenflügel. War doch hier irgendwo. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo, aber irgendwo war das hier. Kann die hier auch? Ich kann doch auch hier. Na gut, das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei und bis dahin, tschüss.